Ja, jetzt geh mal zurück. Das ist prima. Ich glaube, jetzt geht's woanders hin, ne? Takushima. Ja, jetzt müssen wir woanders hinreisen. Ist halt der Kleine oder ein Bruder? Warte mal, warte mal. Raumschiff-Landeplatz ist gerade aus. Ich schieße. Maybe. Ich habe Stift. So. Und rein wir dann's. Ich bin gespannt, was der Kleine jetzt will. Scheint es jetzt woanders hingeht, ne? Ja, ich komm ja schon. Ruhig gegen Hintergrundstrahlung, kognitive Dissonanz registriert. Okay. Da. Raumschiffskins? Immer noch nix. Warum leckt denn das gerade so? Mütterchen Russland. Genmixer haben wir da schon, okay, cool. Dann hin mit uns. Bin ich mal gespannt, was jetzt abgeht. Wodka, ganz wichtig. Sonst haben wir keine Möglichkeit zu überleben. Und falls ihr jetzt denkt, ne, wegen Ukraine-Sachen und so weiter. Das Spiel gab es ja schon 2002 oder 2003, von daher ist ja ein Remake. Was jetzt? Yes. Gut, dann lass mal kurz gucken. Genmixer. KGB-Agenten. Das ist gesperrt, ist auch gesperrt. Das ist jetzt, das ist böse. Na gut, dann fangen wir einfach mal an. Ah, da waren gerade Wissenschaftler. Soldaten, hier scheint einfach zu den Wissenschaftlern Soldaten zu sein. Gut. Danke, Werke. Ah, da war gerade einer. Hallo? Okay, das war ein bisschen Werbeblüten. Ja, so ist es ja. Ach, saug doch jetzt auf! Manchmal Saugstrahler da eben schon im Arsch. Und noch kein Gebirgeld, das ist ein riesig von der Reihe. Hallo, sag doch auf, Herrgott! Achso. Der scheint jetzt aber nicht so riesig zu sein, ne? Ah doch, da gibt's noch was. Sogar ein Landezone. Müssen wir ein paar Landezonen freischalten, auf jeden Fall als nächstes. Unglaublich! Aussehen ist fallen lassen! Was fallen lassen? Bitte schön. Alter, das Saugding, du! Das hält, glaube ich, in der Stadt echt einen Schuss weg. Ist da läuft einer? Jetzt hat er. Gebirge, der Herr. Herrscher! Angreifer! Angriffski! Außerirdischki! Außerirdischki! So, wir gehen mal da runter. In die Richtung.
wir schon da? Nö, gibt noch einen Weg dahin. Nee, keine Gagabee-Freunde, okay. Sind wir schon drüber? Wo könnte KGB sein? Vielleicht da oben irgendwo. Oh, nicht mehr viel. Aua. Okay, kann man nicht rein. Gaswolke. Hallo, Mr. KGB-Sanzler. Du kannst nicht. Doch, kann ich. Dann rennt sich dazu schon wieder geschickt, man. Ich brauch noch ein paar Leute von euch. Bräuchte noch drei, bitte. Auch keiner. Mal einer. Komm, Leute, zwei Stück noch. Ach komm. Einer, bitte. Bitte. Hier ist noch ein irgendwo her. Irgendwas schießt auf uns gerade. Ich habe es reicht. Können wir damit wieder aufhören? Danke. Mal guck, das fange ich so nicht gerade mit einem. Hui! Schneiße in der Verwüstung. So. Werfe große Gegenstände, möglichst langsame Levitieren und Schleudern von Fahrzeugen und anderen magischen, massigen Gegenständen. Sie können jetzt auch transmodifiziert werden, finde ich gut. So, dann verfolgen wir das hier. Wissenschaftler, Mafiosi und KGB. Aus dem Weg! Ja, bin ich bei mir geflogen. Haha. Wissenschaftler. Ausserirski. Jetzt kommt, Leute. Ich will jetzt hier die ganze Folge rumfliegen und euch gleich sammeln. KGB-Agent. Das ist genau das, dieser Sauger schmeckt mir so für den Arsch. Außer ihr ist die Ski. Was hab ich Luft gesagt? Nee, ist auch nicht. Upsi, Tiefbürger. Ohne Boot auf Kratzen. Das ist immer ärgerlich, sowas. Ne? So gut, wo die Mafiosos finde. Du bist ersetzbar. Oh, das war jetzt aber gut. Nein. Das hat meine Gefühle verletzt. Ah, da sind die Mafiosis. Im Außenbezug, okay. Gut. Und auch Wissenschaftler und KGBs. Gut, wir sind in Russland, da wollen wir eigentlich noch von KGB, ne? Hey, was ist das hier? Wissenschaftler Risky.
Die Küche ist stellenweise weg gewesen, auch nicht. Wie ganz komisch. KGB-Freaks? Ja, Gebäude auch so genau. Jungs. Sag mal, sind die alle tot? Nix mit KGB, oh Mann. Wir fahren mal da, fliegen da lang, meine ich schon. Gott. Hallo. Leute, wo seid ihr? Ja, ich hör schon. X-Wissenschaftler Ritzki. Die Map nervt ja schon. So, ein Wissenschaftler noch. Ein Arschloch KGB. War so ein KGB-Freak dabei. Weil ihr seht ja auch gerade, die Klitsche stellerweise vorbei oder weg, keine Ahnung. So, das Reaktor-Ding jagt Marmor gleich in die Luft, das geht mal verpiss. Könnt ihr auch mal ein bisschen rauskommen hier? Rusitski, Rob. Kommt noch 14 Stück. Ach komm, das kann jetzt nicht sein. Okay, gibt's ja keine KGBs zum Aussaugen. Wenn alle uns zu Hause haben, Mann. Was ist das Gebla? So, ein Albert noch kurz abfacken. Wo sind da welche? Da hätte man nur zwei in einer Luft gesaugt worden. Das ist auch schon wieder weg. Was ist das für eine Scheiß-Map? Da wird einer gefehlt. Der ist auch aufgesaugt worden. Alter! Was ist jetzt so blöd? So, schön frittieren mal. Da geht's mir gut. So arg lang drauf, Alter, ne? Aber nix. Ach, es nervt mich doch, Leppmann. Alle weg? Gibt's irgendwo eine Schiffe an der Map, wo wir noch nicht waren? Nö, so groß ist die halt auch nicht.
Wir können mal. Ja. Was ist denn? Hat uns weiterfliege. Ist hier vielleicht mehr KGB, Leute? Leute! Sonst sind wir in Waffe, aber wir müssen doch ein paar KGB dabei sein. Oh, jetzt noch KGB, sag mal. Piss dich. 18, 7 Stück noch. Also es war, wir machen es jetzt noch fertig, dann machen wir. Hallo, ist da wer? KGB, kann ein Faust sein. Steht so verdächtig. Na, es macht kaputt. Wow, einer! Was sind die denn jetzt herkommen? Nochmal einer! Alter! Ich weiß nicht, vielleicht sind die einfach despawned oder können jetzt schon respawnen oder keine Ahnung. KGB. Alles glitscht, wie gesagt. Das ist auch nicht doof, aber es gibt kein Geräusch schneller. Ich glaube, das haben wir schon deutlich mehr aufgesagt, aber vorhin ging es so schnell und jetzt sofort mal packt das KGB. So, ein bisschen, wo ich bin. Boahaha. Ich soll euch halt schon mal nur noch 4 Stück brauchen. Ich finde keine mehr. Ich lasse es aber auch gleich, wenn es bewusst wird. Guns im Rumflug, ein Guns gut vom KGB gefunden. Ich guck mal nach dem schwarzen Auto. Ja, jetzt. Okay, ich glaube, wir müssen auch schwarz ausschalten. Das ist ja nicker. So. Mach ich mal den hier, dann machen wir den hier. Da ist die Hauptmission. Ich würde aber erstmal ja, dahin fliegen. SA-Kudeling, also drüben ist der Landeplatz. Alter Spiel!
Wenn ich über die Straße lang fliege, oder was? Achso, warte mal. War ich nicht einen neuen Skin oder so? Okay. So ist das Russische, das wäre cool. Victor Hohen schließt alle Ziele von Dr. Gore. Wir laufen mal so rum. Vielleicht fahren wir dann jetzt so auf. Das ist ein bisschen als Asia-Fan, was vielleicht ein bisschen verpönt ist bei denen, aber dürfte ja auch gehen. So, wo müssen wir hin? Geradeaus weiter, perfekt. Ah, das ist schon Mr. Arkudel, Sir. Du sollst dir kein Bild von falschen Göttern machen. Yep, bin besonders dabei. Nicht von denen, die hübscher sind als ich. Zerstöre die Idole. Wo sind die? Finde ich die Statue auf dem Platz in der Nähe. Ach die. Ah nö. So. Sehr schön, ne? Ich amüsiere mich selbst. Jo, freu dich. Landezone aktiviert. Huch, danke. Guck, wir fallen gar nicht so auf. Nein, jetzt geht's mal zu unserer Mission. Wo es unsere Lady zu sagen hat. Hab's gerade gesehen. Neues Artwork, okay, cool. Was ist das? Back in der zurück in die Das Mühle, ist also Tunguska. Ach du Schande. Schön wieder in der UdSSR zu sein, aber dieser Ort lässt den Rest von Sibirien geradezu tropisch aussehen. Okay, Smalltalk betreiben. Schaust gut aus, Goldlöckchen. Dieses Outfit könnte einen Eisberg zum Schmelzen bringen. Danke. Du kannst es dir gerne mal ausleihen, wenn du willst. Ja, ein bisschen frisch. Ich zünde besser irgendwas wie ein bisschen Wärme an, bevor mein Gerät noch abfriert. Das geht auf gar keinen Fall. Aber wir können sicher eine Möglichkeit zur kreativen Energieverbrennung finden. Wir müssen Informationen über Projekt Solaris sammeln. Willst du mir dabei helfen? Okay. Auf jeden Fall, Süße. Was soll ich tun? Bin mir nicht sicher. Nach einem Update von Agent Sergei sollte ich mehr wissen. Sergei? Oh Mann. Nicht der schon wieder. Ja, der schon wieder. Er ist seit Wochen hier, um Informationen über Projekt Solaris auszugraben. Ja, er ist ein echter Doppel-Null-Siebenhoff. Was hat er, was ich nicht habe? Haare zum Beispiel. Da ist er. Überlass das Reden mir. Na, habt ihr so glücklich über unser Erscheinungsbild? Ist ja wobei, mir fallen nicht auf. Ich bin als Alien. Wie das aussieht. Ukrainische Mädchen hauen mich echt um. Bei Mädels aus Moskau schrei ich nur rum. Gut, dich zu sehen, Sergei. Natalyushka, du siehst umwerfend aus. Wie immer. Ich weiß, aber wir haben keine Zeit für ein verbales Vorspiel. Was weißt du über Projekt Solaris? Nicht so viel, wie ich gerne würde. In der Nähe gibt es ein geheimes Gebiet, das Tag und Nacht von einer Wolke aus radioaktivem Gas bedeckt ist. Ich glaube, es ist die Quelle der heimtückischen organischen Waffen, die zur Unterwerfung unseres Mutterlandes eingesetzt werden. Svolochi. Da.
Die Karten des Gebiets werden in einer Hochsicherheitsabteilung der KGB-Zentrale aufbewahrt. Kannst du uns reinschmuggeln? Dich und deinen kleinen Seitschik? Ich wüsste nicht wie. Wenn es aber nur um uns beide ginge. Eifersüchtig, Sergei? Auch wenn das Feuer erlischt, Genossin, kann die Glut noch schwelen. Selbst in der Tundra. Danke, Genosse. Wir finden den Weg schon allein. Geh jetzt. Man darf dich nicht mit mir sehen. Wie der andere da rumsteht. Ey, der Hammer. Also was für eine Art Vorgeschichte hast du mit diesem Sergei? Es ist genau das, was du denkst, Krypto. Nicht, dass es dich etwas angehen würde. Hey, triff dich doch mit wem du willst. Von mir aus kannst du den Chor der Roten Armee bumsen. Erlaubnis zur Kenntnis genommen. Können wir jetzt weiterarbeiten? Alter, das war ein Frühlingsspiel einfach noch. Das hat keinen gestört am Heutzutag. Fuka, lacker. Sergei, was glaubt ihr, wer er ist? Omar Sharif? Ich meine, schau dir den Kerl doch mal an. Was drückt er auf der Bank? 80? Höchstens 85? Er ringt mit Bären. Zwei Smallhof-Krise. Okay. Also, wie kommen wir an die Pläne ran? Sergei sagt, wir müssen uns ins KGB-Hauptquartier schleichen und sie stehlen. Oh, Sergei sagt das, ja? Das tut er. Die Chancen stehen nicht gut für uns. Es wimmelt dort nur so von Agenten. Nun, Krypto sagt, lass sie nur kommen, je mehr, desto lustiger. Okay, dann. Das könnte tatsächlich eine gute Idee sein, Krypto. Wenn du ausreichend großes Durcheinander verursachen könntest, sollte das viele Wachen aus dem Gebäude locken. Und während ich Affenball mit ihnen spiele, schleichst du dich rein und schnappst dir die Pläne. Kapiert? Okay. Sprich den Plan nochmal mit mir durch, ja? Pass auf, Krypto. Es kostet uns Zeit, wenn ich dir alles zweimal erklären muss. Oh. Ich sollte Sergei bitten, für das Ablenkungsmanöver zu sorgen. Warte, ich glaube, es ist... Ja. Es fällt mir alles wieder ein. Ich muss ein Ablenkungsmanöver starten, um die KGB-Agenten aus ihrem Hauptquartier zu locken. Ich habe eine Idee. Ich fange einfach an, Sachen in die Luft zu jagen, und dann kommt der KGB raus, um nachzusehen, was der ganze Aufruhr soll. Hervorragend. Okay, Püppchen. Ich gehe jetzt die Sowjets aufmischen. Sei vorsichtig da drin, hörst du? Mach dir keine Sorgen, Krypto. Wenn du sie beschäftigst, komme ich schon zurecht. Was auch immer du tust, halte sie vom Hauptquartier fern. Viel Glück. Okay. Töte Leute mit der attraktiven Nebel. Ah ja. Spannender als Quantenberechnung. Und dann machen wir das doch. Müssen. Wie soll ich mit radioaktivem Nebel töten? Das Ablenkungsmanöver funktioniert, Krypto. Einige der Agenten verlassen die Basis. Ich werde versuchen, mich hineinzuschleichen. Was ich bin Svetlovic. Danke. Ich habe es so die Tore geschafft. Locke die KGB-Agenten. Das ist doch der einige Umleger.